Institut für experimentelle Onkologie des Universitätsklinikums Bonn. Wir möchten euch heute einen ersten Einblick in die spannenden Forschungsprojekte vermitteln, an denen unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier arbeiten. An unserem Institut gehen wir spannenden Fragestellungen nach, wie zum Beispiel sich verschiedene Krebsarten entwickeln, aber auch wie Therapieansätze optimiert werden können. Wie so ein Alltag in der Krebsforschung aussieht, das zeigen wir euch jetzt. Los geht's! In unserem Labor haben wir die Möglichkeit, Tumorzellen in vitro, also außerhalb des Körpers, zu kultivieren. Hier in der Zellkultur können wir die Tumorzellen einfach genetisch manipulieren oder mit Substanzen behandeln. Dadurch können wir Erkenntnisse über die Funktionen und Eigenschaften der Tumorzellen gewinnen. Wie ihr sehen könnt, kommen in unserem Labor sogar Hühnereier zum Einsatz. Man kann auf diesen Eiern nicht nur Tumorzellen, sondern gesamte Tumoren vom Patienten anzüchten. Auf diese Weise wird es uns ermöglicht, neue Medikamente und deren Wirkung zu testen, zu verstehen und mit Hilfe künstlicher Intelligenz zu analysieren. Tumore können aus ganz unterschiedlichen Zellen zusammengesetzt sein. Auch Immunzellen können Teil dieses Tumors sein. Um herauszufinden, welche Immunzellen innerhalb des Tumors sitzen, mit welchen Tumorzellen sie interagieren und wie sie kommunizieren, behelfen wir uns mit der Fluoreszenzmikroskopie. Neben den Mikroskopiebildern können wir uns aber auch die Genaktivität von Tumor- und Immunzellen anschauen. Bei solchen Experimenten analysieren wir mehrere 10.000 Zellen und versuchen mit bioinformatischen Methoden und Algorithmen Zelltypen zu identifizieren und Kommunikationswege zwischen ihnen herauszuarbeiten. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck bekommen, mit welch spannenden Methoden und auch Themen wir uns im Bereich der Krebsforschung hier im Institut für experimentelle Onkologie am Universitätsklinikum Bonn beschäftigen. Wir freuen uns riesig auf euren Besuch.